So, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Das Schwarze Auge Schatten über Riva. Es ist ja nun doch schon ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Und ich habe mir auch jetzt die letzten Folgen nicht mehr aufgeschrieben. Aber hier in meinen Aufzeichnungen habe ich aufgeschrieben, dass hier die Elfe Ariana ermordet wurde und dass hier das Blut ausgesaugt wurde. Und wir haben jetzt dann eben in ihrem Haus da entdeckt, dass ein Geheimgang in die Kanalisation vorhanden war und dass eben jetzt die Garde gerade den Tatort durchsucht. Jetzt schauen wir mal, ob die schon abgezogen sind. Das Haus wurde von der Garde nach Abschluss der Untersuchung verschlossen. Wollt ihr in das Haus einbrechen? Ja, schauen wir mal. Geschickt und vor allem schnell knackt Flint das Schloss. Das war einfach. Nun wundert's mich nicht mehr, dass der Mörder keine Spuren hinterlassen hat, brummt Flint vor sich hin. Ah ja, und wir können jetzt die Geheimtür in die Kanalisation benutzen. Jetzt schauen wir mal, wo wir da gelandet sind. Wie wir sehen, sind wir da anscheinend an einen Punkt gelangt, wo wir vorher noch nicht waren. Schön, schön. Und ich habe so das Gefühl, dass ich ein bisschen zu früh in die Kanalisation gegangen bin und dort herumgeirrt bin. Ja, denn ich schätze jetzt mit diesem Mord habe ich was getriggert. Aber wir durchsuchen jetzt erstmal hier diesen Bereich der Kanalisation, wo wir noch nicht waren. Ja, hier nur eine Wand. So, ich habe jetzt übrigens Urlaub und deshalb glaube ich auch, dass ich dieses Spiel hier in den nächsten Tagen durchspielen kann. Ich glaube nämlich, dass wir ja schon ungefähr ein Drittel haben. Wollt ihr die Trittleiter hochklettern? Ja, schauen wir mal. Und ich werde auf alle Fälle so ja, die nächsten Tage auch noch ein Blood Bowl Let's Play aufzeichnen. Wo sind wir hier? Ah ja, da hinten. Da steigen wir mal wieder runter. Denn ich habe euch Zuschauer, die ihr euch für meine Let's Plays interessiert, ja in letzter Zeit wirklich sträflich vernachlässigt. Und ja, das muss nicht sein. Gibt ja auch welche, die sich hier für dieses ganze Warhammer-Zeugs nicht interessieren. Ariel meint, dass wir die Suche nach dem Monster an der Stelle beginnen sollten, an der wir es das erste Mal gesehen haben. Was? Ach so. Da meint die Ariel wahrscheinlich hier den einen Punkt da, wo dieses komische Braindead-Rottenwesen da war. Da glaube ich, habe ich ja auch irgendeine Textmarke. Ah ja, oder hat es automatisch gemacht da oben. Ja, jetzt weiß ich nicht, komme ich da irgendwo rüber? Dann bin ich nur hier. Naja, gut, also der Geheimgang hier ist ja auch nicht unbedingt sinnvoll. Ja, da glaube ich, gehen wir nach Westen und steigen dann halt wieder in die Kanalisation ein. Am
Marktplatz, glaube ich, war noch so ein Deckel. Oder hier, ja. So. Wo sind wir da? Ah ja, das sieht schon gut aus. Also nur noch Süden, Westen, Süden. Das, glaube ich, kriege ich hin. Süden, Westen. Ah ja, da muss ich hier rumgehen. In Süden. So, da müsste das Monster jetzt sein. Nö. Was vielleicht hier? Ihr bemerkt einen Steg, der zur anderen Wand führt. Hier geht es wohl noch weiter, aber die Suche nach einem Öffnungsmechanismus bleibt erfolglos. Ja. Da waren wir ja schon. Ja, schön. Oder auch nicht. Ja, aber hier war doch das Monster. Vielleicht hier hochgehen, Richtung Westen. Ja, irgendwie auch blöd. Jetzt bin ich die letzte Folge schon in der Kanalisation rumgeirrt. Und jetzt schon wieder. Vielleicht muss ich daran wirklich noch irgendein Ereignis mehr auslösen. Keine Ahnung. Was war da? Durch den Durchbruch in die Stadt. Ah, das war das Haus mit der in der Hohlberger Siedlung. Ja, schöne Scheiße. Ups. Hier haben wir ein Monster beim Fressen beobachtet. Ja. Da müsste doch aber auch dort dann hier irgendwie das neue Ereignis ausgelöst werden, denke ich mal. Seid euch sicher, dass dieses Gangstück bei eurer letzten Erkundung noch nicht da war. Alariel untersucht zuerst die Seitenwände, dann schaut sie nach oben. Dort verraten euch zwei schmale Fugen, wohin die Mauer, die den neuen Gang versperrt hatte, verschwunden ist. Aha. Da oder wie? Nach wenigen Schritten ist der neue Gang zu Ende. Eine Sackgasse, brummt Flint. Aber wozu dann die Geheimtür? Misstrauisch dreht er sich um und zuckt erschrocken zusammen. Gut, da würde ich mich auch erschrecken, glaube ich. Einer von den Coneheads. Hinter euch im Gang steht ein spindeldürres Wesen, einem Skelett ähnlicher als einem Menschen. Es hält sich in sicherem Abstand, bereit beim geringsten Anzeichen von Feindseligkeit zu fliehen. Ihr habt in der Stadt gehört, dass die Armen und Ausgestoßenen in den Kanälen hausen.
Sollten diese Geschichten wahr sein, dann muss dies eines dieser bedauernswerten Geschöpfe sein. Langsam, um ihn nicht zu erschrecken, nähert sich Flint dem Fremden. Ja, da geht ausgerechnet unser feinfühligster Charakter hin. Seine Augen liegen tief in den Höhlen. Misstrauisch beobachtet das Geschöpf jede von Flints Bewegungen. Flint bleibt 3 Schritte vor ihm stehen. Das Wesen blickt furchtsam, flieht aber nicht. Einer Eingebung folgend zieht Alariel etwas Essbares aus dem Rucksack und streckt es seinem Gegenüber mit freundlichem Lächeln entgegen. »Ich bin Alariel«, sagt sie, als der Fremde die Gabe entgegennimmt. »Mandara«, gibt die Angesprochene mit sanfter Stimme zurück und tritt näher an Alariel heran. »Eine Frau?«, ruft Alariel erstaunt aus und betrachtet die Fremde von Kopf bis Fuß. Ihre Magerkeit lässt sie völlig geschlechtslos erscheinen, und die eng um den Körper geschlungenen Stoffstücke machen sie einer Mumie ähnlicher als einer Frau. Mandara hat inzwischen Zutrauen gefasst und rückt noch näher an Alariel heran. Ihr erbärmlicher Anblick lässt Alariel zurückweichen. Obwohl sie sich für ihr Zurückweichen vor der armseligen Frau schämt, fühlt Alariel sich im Schutz der Gruppe wohler. »Du kennst dich hier unten doch sicher aus?«, fragt Alariel, woraufhin Mandara eifrig nickt. »Würdest du uns ein Stück begleiten?« Mandara nickt und gesellt sich zu euch, als hätte sie schon immer dazugehört. Sie bemüht sich auffällig, in Alariels Nähe zu bleiben, während Alariel versucht, Distanz zu halten. Ihre Nähe ist ihr unangenehm. Aha. Oha! Eine Auelfe der Stufe 21. Das, glaube ich, war nämlich auch die Höchststufe, die man erreichen konnte damals. In dieser DSA-Edition. Mut 19, Klugheit 18, 45. Boah. Also, die Werte sind schon der Knaller. 80 Lebenspunkte. Ja, sie ist halt komplett nackt. ja, und kann auch ziemlich gut zaubern, wie ich sehe. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hier zu dem Geheimgang. Vielleicht kann uns da die Mandara ein bisschen was dazu sagen, wie wir den öffnen können. So, da war er. Plötzlich bleibt Mandara stehen und macht sich an der Wand zu schaffen. Gleich darauf gleitet das Wandstück zur Seite und gibt einen Durchgang frei. Aus dem Durchgang sind Stimmen zu hören. Ihr lauscht und bemüht euch, kein Geräusch zu verursachen. Da bemerkt ihr, dass Mandara verschwunden ist. Während ihr euch noch suchend nach ihr umschaut, schleichen sich einige Bewaffnete lautlos an euch heran. Blitzschnell seid ihr umstellt, sodass an Gegenwehr nicht zu denken ist. Die Bewaffneten führen euch wortlos zu einem seltsamen Paar, einem hochgewachsenen Mann, der euch nicht unsympathisch wäre, würde er nicht gar so finster dreinblicken, und Lea, der alten Bettlerin, die nun nicht mehr den Eindruck macht, als habe Hisinde sie bei der Verteilung ihrer Gaben übersehen. Also das ist nicht Lea. »Schon wieder Spione«, knurrt der Mann grimmig. »Ihr mögt erahnen, was euch erwartet.« Er unterstreicht seine Worte mit einer eindeutigen Geste, die auch die letzten Zweifel ausräumt, dass es um euer Leben geht. Noch hat euch keiner die Waffen abgenommen, doch die Bewaffneten beobachten euch argwöhnisch. Ihr werdet keine Gelegenheit haben, eure Waffen rechtzeitig zu ziehen. »Wartet hier«, befiehlt die Bettlerin den Bewaffneten. Dann zieht sie den Mann in den Hintergrund des Raums und beginnt heftig auf ihn einzureden. Doch offensichtlich bleibt der Mann stur. Ihr hört Satzfetzen. »Risiko zu groß. Das Leben unserer Leute aufs Spiel.« schönes Bild. Fluchend schlägt einer der Wächter mit dem Schwert nach einer Ratte, die sich an seinem Hosenbein festgeklammert hat. Ein fiependes Geräusch ertönt, das schnell lauter wird. Der Raum wird regelrecht von Ratten überflutet. In dem allgemeinen Durcheinander achtet niemand auf euch. Ihr eilt zur Tür und verlasst den Raum. Wenige Ratten verfolgen euch, die aber bald von euch ablassen. Ah ja, jetzt... Oha! Ja, da haben uns die Ratten anscheinend angefallen. Plötzlich ist Mandara wieder bei euch. Aus den Augenwinkeln seht ihr eine plumpe Gestalt davonhuschen. Möglicherweise der Rattenfänger. Aha, die Mandara hat also den Rattenfänger anscheinend jetzt geholt. Ja, schnell zischt sie und
führt uns anscheinend hier weg. Hinter euch ertönt Stiefelgetrampel. Die Wächter setzen zur Verfolgung an. Mandara zögert einen Augenblick, doch Wulfgar rennt umso entschlossener nach Osten. Halt, ruft Mandara, das ist die falsche Richtung. Ja, hoffentlich trennen wir uns jetzt. Ach so, sagt Gosse. Schnell macht ihr kehrt, doch eure Verfolger sind schon viel zu nahe, als dass ihr noch eine Chance hättet zu entkommen. Super. Leise, flüstert Mandara. So gut es eben geht, drückt ihr euch in eine Ecke und bemüht euch, mit der Wand zu verschmelzen. Für einen Augenblick scheint es, als würden eure Verfolger vorbeilaufen. Doch dann trifft euch das Licht einer Fackel. Ein Mann, ein wahrer Riese, entdeckt euch und schreit laut. Hierher, hier sind sie! Als der Verfolger nur noch wenige Schritte von euch entfernt ist, springt Mandara mit schnellen, unmenschlich wirkenden Bewegungen vor. Mit einer lässigen Geste drückt sie den Kopf des Elfen zurück und schlitzt ihm mit den Fingernägeln den Hals auf. Starr vor Schreck schaut ihr zu, wie Mandara das Blut ihres Opfers aussaugt. Der Elf wehrt sich verzweifelt, aber erfolglos. Trotz Aufbietung all seiner Kräfte gelingt es ihm nicht, sich aus dem Griff der schmächtigen Mandara zu befreien. Aus dem Hintergrund nähern sich die übrigen Verfolger, allen voran der hochgewachsene Mann. Als er der tödlichen Szene gewahr wird, verhält er im Schritt. Nach einem Augenblick des Entsetzens lässt er sich von seinen Leuten eine Armbrust reichen und schießt damit einen Bolzen auf Mandara ab. Die Vampirin zuckt kurz, als der Bolzen ihren Körper trifft. Mit einer schnellen Bewegung und ohne von ihrem Opfer abzulassen, zieht Mandara den Bolzen heraus und lässt ihn zu Boden fallen. Oha, ja, da sieht sie schon besser aus als hier. Plötzlich lässt Mandara ihr Opfer los. Wie ein Sack stürzt der Mann zu Boden. Als sich Mandara für einen Augenblick umwendet und euch anschaut, seht ihr einer Fremden ins Gesicht. Die spindeldürre Gestalt hat sich in eine aufregend schöne Elfe verwandelt. Nur die spitzen Eckzähne stören den Gesamteindruck. Ohne euch eines weiteren Blickes zu würdigen, dreht sich die Failamia um und läuft den Verfolgern entgegen. Diese weichen erst langsam, dann in panischem Schrecken zurück. Selbst der Anführer der Verfolger, der noch einige Augenblicke lang unentschlossen stehen bleibt, sucht schließlich sein Heil in der Flucht. Als die ersten Ratten auftauchen und an der Leiche zu fressen beginnen, fällt euch das erste Treffen mit dem Monster wieder ein. Daraufhin überwindet ihr endlich eure Starre und seht zu, dass ihr die Kanalisation verlasst. Ja, wird wohl das Beste sein. Wenigstens wissen wir jetzt erstens, wo die Gilde ihr Versteck hat und zweitens auch, wer hier diese Elfenvampirin ist, nämlich die Mandara. Ja, das, glaube ich, ist hier eh der Einstieg, wo wir gekommen sind. Ja, also auf den Schreck, glaube ich, gehen wir mal einen trinken. Und ja, starten dann nochmal hier dieser Gilde einen Besuch ab, würde ich sagen dann. Ja, seltsam, seltsam alles. Wo sind wir hier? Ah ja, Marktplatz. Da war das nächste Gasthaus, glaube ich, da unten. Aus einem Hinterhalt fliegen einige Armbrustbolzen heran und ihr geht getroffen zu Boden. Boah. Fluchend zieht Josefa die Waffe und springt auf die Angreifer zu. Die schemenhaften Gestalten ziehen sich daraufhin flink zurück. In wenigen Augenblicken sind sie in den düsteren Gassen verschwunden. Josefa bleibt stehen, um zu lauschen, aber außer dem Pochen in des eigenen Herzens hört sie nichts. Ja, wir scheinen uns hier immer mehr Freunde zu machen. Das wird wahrscheinlich jetzt eine Retourkutsche von der Gilde gewesen sein. Was haben wir hier? Einen Elfen? Gasthaus. was war das? Der Kleimerladen.
Ah, genau. Da vorne war ja hier irgendwie die Hafenmaid oder wie das hieß. Da, wo wir den Tarik getroffen haben. Hallo ihr Süßen, wie wär's denn mit uns? Erklingt eine weibliche Stimme hinter euch. Ich mache euch einen guten Preis, wenn ihr alle mitkommt. Nee. Kein Geld. Fertig, fängt die Frau ab. Wer weiß, was man sich da holt. Wenn man da... Das macht man auf. 14 Uhr und 27 Minuten. Warten wir mal. Ah, ja, natürlich, ich habe vergessen. Die Tavernen öffnen ja erst hier in Aventurien irgendwie um 16 Uhr. Dann bestellen wir uns gleich mal etwas zu essen und 6 Bier bitte. Gegenüber ist ein Hohlwerker. Eure Versuche, mit ihm ins Gespräch zu kommen, schlagen fehl. Dabei könnt ihr nicht feststellen, ob der Hohlwerker euch tatsächlich nicht versteht oder einfach nichts verstehen will. Ach so, da können wir jetzt den Tisch anscheinend nicht wechseln. Ja, dann lassen wir das mal und suchen uns irgendeine Bleibe. Ah, da war's, da wollte ich hin. Ah, haben wir da eh noch ein Zimmer gemietet? Ja, für 2 Stunden. Okay. Dann glaube ich, legen wir uns nochmal 2 Tage schlafen hier. Mal 38. Ich will jetzt nicht unbedingt hier während der Nacht in die Kanalisation runter. Gehen wir mal hier ins Hohlberger Viertel, würde ich sagen. Und steigen dann nochmal in die Kanalisation hinab. Denn ich vermute mal, dass hier diese Gildentypen da, die wir da überrascht haben, Ärger wollen. Eine junge Hohlbergerin, fast noch ein Kind, öffnet die Tür. Sie zuckt erschrocken zusammen, als sie euch sieht, und läuft laut schreiend in das Haus zurück. Gleich darauf taucht eine ältere Hohlbergerin auf und fuchtelt mit einem Feuerhaken vor euch in der Luft herum. Vermutlich ist die Frau mit den Kindern alleine und offensichtlich hat sie mehr Angst vor euch als ihr vor ihr. Aha. Ja, die Hohlberger scheinen ziemlich verängstigt zu sein. Aha, da glaube ich, war hier das Haus mit dem Eingang zur Kanalisation. Sollte ich mir vielleicht markieren. Hier. Eingang in die Kanalisation. Schön. Dann steigen wir nochmal hinab. Hier war's, glaube ich, genau, Geheimgang. Da haben wir diesen Mob gestellt. Oder besser gesagt, der Mob hat uns gestellt. Ja, da würde ich sagen, klopfen wir doch mal an. Die Gilde hat ihr Versteck geräumt, nachdem ihr es entdeckt habt. Der Raum ist jetzt vollkommen leer. Ja, toll. Dann glaube ich, gehen wir doch nochmal retour. Ja, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, dass das
so schleppend war. Also hier dieser Teil in der Kanalisation. Denn da muss man wirklich hier irgendwie an bestimmten Stellen einfach so Trigger auslösen, damit die Geschichte weitergeht. Und dass das so verstreut war, also das muss ich sagen, ist mir entfallen. Wo sind wir hier? Naja, da wieder. Also der Teil des Spiels ist schon ziemlich zäh, muss ich sagen. Ich glaube, ich muss hier auf den Marktplatz gehen. Naja, laufen wir einfach mal ein bisschen hier herum. Lea, wie aus dem Boden gewachsen, steht plötzlich die Alte vor euch. Haha, edle Herrschaften, habt ihr nicht ein Stück Brot übrig für die alte Lea? Das hatten wir doch schon einmal, spottet Flint, während ihr die Alte langsam einkreist. Oder gar eine kleine Münze für die alte Lea, fährt die Bettlerin unverdrossen fort. Ich konnte Lothar überreden, die Aktion gegen euch einzustellen, flüstert sie leise, als gerade keine Passanten in Hörweite sind. Er möchte mit euch reden. Langsam lockert sich der Kreis um die Alte. Flint nimmt seinen Beutel vom Rücken und beginnt umständlich darin herumzuwühlen. Kommt heute um Mitternacht in die Lagerhalle südlich des Effa-Tempels, fährt Lea endlich fort, als alle schon fleißig dabei sind, ihre Rucksäcke zu inspizieren. Und Lagerhalle südlich Effa-Tempel. Schließlich zieht Flint ein großes Stück Brot aus seinem Rucksack und reicht es der Bettlerin. Haha, hab Dank, edle Herrschaften, kreischt Lea, als wieder einige Passanten in eure Nähe kommen. Und macht dabei einen Knicks, der allerdings nicht ganz so tief ausfällt wie bisher. Haha, kreischt Lea noch einmal. Dann hüpft sie tanzend und lachend davon. Man muss es ihr lassen, das kann sie wirklich, grinst Alariel. Man müsste Lea mal ausführen. Reistlin starrt sie an. Was? Fragt er verständnislos. Na, zum Tanzen, lacht Alariel. Okay. Dann würde ich sagen, speichere ich hier mal ab. Riva. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier dieser vermaledeiten Gilde mal ein bisschen auf den Zahn fühlen. Also, bis dann.